Hallo, Voraussetzung ist heute, dass einer der bekanntesten Media Player, der M-Player, installiert ist. Der M-Player bietet vielerlei Videofilter, Audiofilter, Videoausgaben und Audioausgaben an. Einige Möglichkeiten, die Videoausgabe zu manipulieren, möchte ich heute vorstellen. Dazu starte ich ein Terminal, gebe ein M-Player, Leerzeichen, minus VF, die Option für den Videofilter, Leerzeichen, dann der erste Filter, das wäre Flip. Der setzt das Bild einfach nur auf den Kopf. Leerzeichen, dann die Videodatei. B.org, Enter. Der nächste Filter wäre Mirror. Wie man schon beim Namen vermuten kann, gibt es hier ein Spielbild. Der nächste Filter, Rotate. Dreht einfach nur das Bild, zum Beispiel um 90 Grad. Die Option Speed ermöglicht es mir, die Geschwindigkeit zu ändern. Nun zu den Videoausgaben. Die werden eingeleitet durch die Option minus VO. Eine Videoausgabe wäre AA. So wird das Bild in ASCII-Zeichen dargestellt. Die nächste Ausgabe wäre CA, CA. So wird das Video auch in ASCII-Zeichen, und zwar bunt, dargestellt. Es gibt natürlich noch vielerlei mehr Filter, die man auch kombinieren kann. Da sind keine Grenzen gesetzt. Gut, das soll es schon gewesen sein. Dann viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.